Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir den Audi A6 hier, Baujahr 2009, 3 Liter Dieselmotor, 176 kW, Audi A6 4G oder 4F, was man dazu so sagt. Steht unten alles drin. Auf jeden Fall Audi A6, das ist jetzt auch der letzte Audi, der mir fehlt in der Videoreihe, wo diese ganzen Lenker gewechselt werden. Denn wir haben das ja schon beim Audi A4 gemacht, bei dem Audi A6, das neuere Modell davon. Ja gut, die älteren Modelle fehlen noch. Kommt noch, bestimmt. Und wir wollen einmal die kompletten Lenker austauschen. Und das Spezielle bei dem Fahrzeug ist, er hat nämlich Luftfahrwerk. Die letzten Fahrzeuge, die wir hatten, die hatten ganz normale Stoßdämpfer. Das Fahrzeug hat Luftfahrwerk. Und im Grunde ist es gleich, nur hier hat man das Problem, dass man halt vorher einmal, wenn man das Fahrzeug ja sowieso hochhebt, das Ganze in diesen Werkstattmodus machen soll oder Wagenhebermodus besser gesagt, so dass die Stoßdämpfer blockieren. Und das Problem haben wir ja dann, wenn wir das Fahrzeug oben haben und daran arbeiten und den Lenker hin und her bewegen müssen, um irgendwie die Schraube da reinzubekommen, haben wir das Problem, dass der Stoßdämpfer komplett geblockt ist und wir den nicht hin und her bekommen. Die eine Seite haben wir schon fertig gemacht. War ein bisschen schwierig, denn die typische Arschlochschraube oder diese typische lange Schraube hat natürlich Probleme gemacht. Und ja, da hatten wir Glück im Unglück. Das sieht dann nachher so aus, wenn das Ganze abreißt. Das Problem ist, die ist wirklich so lang, dass die drinne sehr stark in diesem Alugehäuse oxidiert. Die Schraube sieht ja dann einmal so aus, neu. Deswegen holt euch die Schraube auf jeden Fall neu, denn das Problem, was wir hier hatten, ist, hier war noch eine alte Schraube drin, auf der anderen Seite war das Gewinde kaputt und die Schraube saß auch noch fest. Ich vermute mal, sie wurde nicht sehr gut geschmiert und ja, das ist dann das Problem, was man hat, diese Schraube da rauszubekommen. Ich zeige euch nachher genau, um welche Schraube es sich handelt. Das sind oben diese zwei Lenker, die rausgucken, die in diesen Alu, in diesen Achsschenkel reingucken. Und da passiert es sehr gerne, dass man zu viel Gewalt anwendet und die entweder platzen oder die Schraube sehr, sehr stark oxidiert und man die nicht rausbekommt. Und die fängt an, sich zu drehen, aber irgendwo in der Mitte und dann knack, hast du nur die Hälfte. Und dann zur anderen Seite kriegst du die nicht rausgezogen, weil sich das Ganze so stark oxidiert hat und sich das Ganze staut, wenn man das Ganze durch diesen ganzen Alu-Mist durchziehen möchte. Und dann bleibt nichts anderes übrig, als das Ganze auszubohren. Und da gibt es natürlich spezielles Werkzeug. Unten verlinkt das Ganze. Da gibt es so einen speziellen Aufsatz. Deswegen, man soll es nicht warm machen, aber ich empfehle euch trotzdem, nehmt einen Brenner, nicht zu stark das Ganze warm machen. Alu ist ruckzuck warm. Wirklich minimal das Ganze warm machen, denn das Ding wird sowieso warm, wenn ihr zum Beispiel bremst. Die ganze Wärme geht auf den Achsschenkel auch drauf. Der Achsschenkel wird auch so minimal warm. Deswegen, wenn ihr das minimal nur warm macht, nicht übertreiben damit, dann empfehle ich euch auf jeden Fall so einen Brenner zuzulegen. Rostlöser, das Ganze vorher mit Rostlöser über Nacht, jeden Tag, immer eine Stunde Rostlöser drauf machen. Irgendwann wird das bestimmt helfen oder den Injektorreiniger. Und dann das Ganze mit Gefühl hin und her, hin und her, hin und her. Und dann sollte das Ganze klappen. So, wir werden jetzt hier live, ihr werdet jetzt live dabei sein, ob das Ganze hier gut klappt oder nicht klappt auf der Seite. Wir haben es wirklich noch nicht angepackt, noch gar nichts. Und der letzte Wechsel war, vor 6 Jahren wurde mir gesagt, wenn mich das nicht täuscht, 6 Jahre und 30.000 Kilometer. Denn Malle HD war drinne. Und Malle HD hat leider nicht lange gehalten. Ihr werdet das auch sehen. Ob das jetzt falsch montiert war, werden wir sehen, denn das Ganze muss im eingefederten Zustand alles festgeschraubt werden. Beziehungsweise die oberen Lenker sollen festgeschraubt werden, dass die ein bisschen hochgucken, das Ganze vorher abmessen. Werde ich euch alles zeigen. Denn wenn das Ganze nicht richtig montiert ist, dann gehen die Lenker irgendwann wieder ganz schnell kaputt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob, weil Malle HD ist eigentlich ganz gut. Wir verbauen jetzt aber Lehmförder. Lehmförder ist auch sehr, sehr wahrscheinlich der Erstausrüster für die Geschichte gewesen, denn das Ganze ist weggeflext. Nicht aus Spaß, sondern die Hersteller, wenn die Lehmförder verkaufen, müssen Lehmförder verkaufen. Und wenn VW Original verkaufen möchte, bleibt das Logo drauf. So,
alle Lenker verlinkt das Ganze. Das sind die zwei oberen Lenker. So, und wenn die natürlich nicht richtig montiert sind, welches Problem haben wir? Die sind dann quasi, wir haben das Auto aufgebockt, das heißt, die Räder sind ja ein Stück runtergegangen. Wenn wir die jetzt festziehen in dem Zustand und dann runterlassen, dann haben wir hier automatisch immer eine Verspannung. Und dann sind die automatisch schon immer verspannt und das dauert nicht lange, bis die Buchsen wieder kaputt sind. Denn die Buchsen drehen sich nicht. Ne? Und das ist dann ruckzuck fällig. So, wir machen beide oberen Lenker. Wir machen beide unteren Lenker. Untere Lenker, genau dieselbe Geschichte. Da sind feste Buchsen. Hoffentlich kann man sehen. Da sind feste Buchsen im eingefederten Zustand. Das Ganze festschrauben. Das heißt, locker lassen, nachher auf Böcke drauf fahren und das Ganze dann noch festziehen. Denn wir können hier nicht, wenn das Fahrzeug oben ist, mit einem Getriebeheber hochdrücken und das Ganze festziehen. Denn Luftfahrwerk, wir müssen das Ganze erstmal runterlassen, einstellen, ausfedern, Probefahrt machen und dann das Ganze festziehen. Das heißt, alles ein bisschen locker lassen. Auf jeden Fall, wir machen dann die beiden unteren Lenker. Das hier ist typisch, wo der Stoßdämpfer drin ist. Die unteren beiden Lenker machen wir. Den und den. Und wir machen Koppelstange. Wichtig auf die Pfeilrichtung achten beim Einbau. Und Spurstangenkopf. Wichtig, ihr könnt den Spurstangenkopf ein bisschen zu weit nach oben machen, ein bisschen zu weit nach unten. Das ist nämlich für die Nachlaufeinstellung. Da ist wichtig darauf achten. Deswegen ist hier oben immer so eine 13er Mutter. Dann könnt ihr das Ganze immer hoch und runter einstellen. Deswegen immer auf die alten Markierungen achten. Und ja, natürlich haben wir auch einen neuen Schraubensatz. Deswegen besorgt euch alle möglichen Schrauben. Schraubensatz mit dabei. Leider ist in diesem Schraubensatz Folgendes nicht dabei. Die hinteren Schrauben von den großen Querlenkern, habe ich gemerkt, auf der einen Seite sind die nicht dabei. Und ansonsten ist aber alles dabei. Da sind auch ein paar Schrauben zu viel drin, die eigentlich gar nicht dazugehören. Ich denke mal, der Lenkersatz ist ja für mehrere Modelle. Und da ist mal eine Unterlegscheibe mehr und mal eine Unterlegscheibe weniger. So, lange Rede, kurzer Sinn. Alle sämtlichen Abzieherwerkzeuge, die ihr hier seht, versuchen wir unten zu verlinken. Manchmal ist halt das Problem, dass wir unten nicht alles verlinken können, denn wir haben eine bestimmte Anzahl von Buchstaben, die wir unten verwenden dürfen. Und deswegen verlinken wir den Online-Shop unten. Mit dem Rabattcode VITIAWOLF könnt ihr alles Mögliche raussuchen. Deswegen ist ab und zu nicht immer alles unten verlinkt, weil manche fragen, warum ist es unten nicht dran? Wo finde ich das Werkzeug? Wir können halt nicht unendlich links unten reinpacken. So. Und wie man das Ganze hier austauschen kann, würde ich euch sehr gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop. Hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen. Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITIAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video.
So, und worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, ist um diese Schraube hier. Die geht halt hier durch zwei Lenker durch. Die sind halt hier drin. Und ja, das müssen wir als allererstes hinbekommen, die Schraube rauszubekommen. Und dann können wir die Lenker rausschlagen nach oben, können das Ganze hier abmachen, den einen Lenker unten abmachen. Aber weil, wenn wir das hier nicht hinbekommen, dann hat sich die ganze Sache eh erledigt. So, und die Schraube geht halt quasi hier durch. Dann sind hier kleine Spalts, sind hier kleine oder größere Schlitze. Und er drückt die, minimal drückt er die zusammen. Die Lenker können aber nicht rausfliegen, denn alleine nur, wenn die Schraube hier drin steckt, können die Lenker gar nicht mehr rauskommen. Und was ab und zu passiert oder viele versuchen, hier auch reinzuschlagen und dehnen das Ganze zu weit auseinander, so dass er brechen kann. Deswegen hier nicht zu stark oder das Ganze nicht zu weit weiten, weil Alu dann hier brechen kann. Also wirklich damit sehr, sehr aufpassen. Dann probieren wir das Ganze mal. So, mit Rostlöser habe ich das Ganze schon sauber gemacht. So, und auf der anderen Seite war das Problem, dass das Gewinde hier kaputt war und die Schraube, da war auch keine Unterlegscheibe, die Schraube wahrscheinlich alt geblieben ist und die ist halt hier circa weggeknackt durch das Hin- und Herbewegen oder zu weit ausgedehnt, wie auch immer. Auf jeden Fall fest. So, das Ganze auch gut auspusten. Die Geschichte hier lösen. Das ist jetzt nicht das Problem, aber die Schraube. Die Schraube. Probieren wir mal so. Wahrscheinlich nicht viel bringen. Minimal. Er bewegt sich, aber das heißt nicht, dass er sich hier am Ende bewegt. Wir machen den mal minimal warm und dann probieren wir mal, ob er mit Schlag kommt. Ah, guck mal. Ihr müsst immer gucken, dass er sich hier anfängt zu drehen, nicht hier. Weil hier kann er sich drehen, dann denkt ihr, er dreht sich und dann ist er da, bricht er in der Mitte. So, und dann hin und her. Ist auch noch krumm. Nee. Nee, ist gerade. Ja, und das Ganze natürlich sehr, sehr gut sauber machen und sehr, sehr gut schmieren, fetten, dass das Ganze nächstes Mal auch wieder ohne Probleme rauskommt. Und seht ihr, die steckt halt da drin und dann hat man das ganze Problem. Jetzt das Ganze wieder gut sauber machen. Und jetzt können wir versuchen, die Lenker rauszuschlagen. In dem Fall ist es nicht schlimm, wenn wir hier auf das Alu draufhauen oder auf die Lenker selbst, denn die kommen eh neu. Mit einem Meißel hier, hier drauf scheppern, damit die dann nach oben rauskommen. Die sollten jetzt eigentlich vorgespannt sein, denn eigentlich müssen die ja in dieser Position sein. Und deswegen hilft es uns, wenn wir die jetzt noch nicht hinten abschrauben, sondern erst hier rausschlagen. Dann probieren wir das Ganze mal.
wirklich minimal hinten was rein. Ja, und so bei dem zweiten auch. Hin und her. Das Hauptproblem ist meistens, dass sie sich mehr verkanten, als dass sie wirklich fest sind. Wenn wir die beiden dann abhaben, sehen wir, dass die ja automatisch ein bisschen nach oben gegangen sind. So, das Problem, was wir hier jetzt haben, ist, die Schrauben, die würden wir, ne, würden wir auch nicht abbekommen. Hier ist so eine komplette Trägerplatte und die müssen wir komplett abschrauben, damit wir die Lenker ein bisschen nach vorne bekommen, damit wir die Schrauben abschrauben können, damit wir die Lenker tauschen können. Und dafür müssen wir einmal oben drei Schrauben lösen, aber vorher müssen wir unten den Lenker abschrauben, damit wir diesen Stoßdämpfer überhaupt auch einen Tick nach unten bekommen. Ich denke mal, den Spurschrankkopf lassen wir hängen und schrauben jetzt unten einmal alles ab. Und dann kommt er schon ein bisschen weiter nach unten, damit wir das dann oben abschrauben können. Hier könnt ihr die komplette Problematik anerkennen. Den haben wir schon mal abgemacht. Das ist nämlich die Koppelstange, die Stabilstange, die hier dran ist. Die haben wir schon mal ab, weil wir auf der anderen Seite das Ganze schon abhaben mit einer 16er Nuss, das Ganze hier abschrauben. Die kommen auch einmal neu, die Koppelstangen. Und ja, so, wichtig. Wir müssen jetzt hier wichtig, er hat einen Niveausensor, den wirklich als allererstes abmachen, dass der bei euch nicht abreißt. Machen das Ganze mal, sage ich mal, so ein bisschen im Speed-Modus, weil das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Zehner und Neuner. Könnte man auch mal wieder schmieren, nachher, wenn wir den zusammenbauen. So, 18er Nuss. So, aber vorher müssen wir die ganzen Stecker hier alles einmal abmachen, damit uns da bloß nichts abreißt.
So, natürlich aufpassen, dass die Antriebswelle nicht rausfliegt, aber sollte eigentlich nicht. Auf der anderen Seite hat es auch gut geklappt, wenn wir das so haben. Dann. Ein 20er Nuss. Und das Ganze etwas schwierig abzumachen. Ja, leider hat die Kamera das Ganze nicht aufgenommen. Beziehungsweise ich habe sie vergessen anzumachen. Jetzt ist er ab. Wie haben wir das gemacht? Den 115er 172 von Stahlmax ein bisschen größer gemacht, weil er sonst, der ist für die kleineren Gelenke. Es gibt den aber auch für größer, wir verlinken das Ganze mal unten, den Abzieher größer gemacht, damit er weiter rein kann. Denn die Geschichte hier ist etwas größer. Und ja, und dann einmal Druck drauf gegeben und dann ist das Ganze rausgekommen. Dann haben wir das Ganze einmal ab. So, den Lenker werden wir noch nicht abmachen. Und den oberen Lenker, den Spurstangkopf werden wir auch nicht abmachen, damit er uns getriebeseitig nicht rausrutschen kann. Und wir haben jetzt aber genug Platz, um den Stoßdämpfer etwas abzusenken oder komplett rauszunehmen, aber absenken reicht. Dann müssen wir die Luftleitung nicht abmachen und dann können wir die oberen Lenker einmal tauschen. Und wir haben jetzt hier drei Abdeckungen, die ab müssen, ohne am besten kaputt zu gehen. Also eins, zwei, und drei ist hier hinter. Weil da befinden sich die Schrauben für den Träger. Und die schrauben wir ab und dabei natürlich auch gleichzeitig den Träger festhalten. Die Schrauben sind auch übrigens neu mit dabei. Die können wir neu machen mit einer 16er Nuss. Schrauben wir das Ganze einmal ab. Und da können wir halt drauf aufpassen, dass der natürlich euch nicht auf die Füße runterfällt. Denn damit schrauben wir die Trägerplatte ab. Und der Stoßdämpfer kommt uns entgegen, weil wir ja unten den Querlenker abgemacht haben. So, und ihr müsst aufpassen, bevor ihr halt die letzte abschraubt. Da ist natürlich auch die Luftleitung dran. Entweder die vorher abmachen oder halt so aufpassen, dass der nicht komplett auf den Boden runterfällt. So, und das ist halt jetzt die Möglichkeit, die wir haben. Hier ist die Leitung noch dran, deswegen vorsichtig. Ich habe hier einen Holzklotz drunter, kann das hier jetzt hin und her bewegen, wie ich das brauche. So, wichtig ist jetzt Folgendes. Messt den Abstand zwischen Lenker und zur Trägerplatte einmal das Ganze abmessen, damit ihr wieder die gleiche Position einstellt. Es sei denn, ihr hattet Probleme vorher mit den Querlenkern, außer ihr hattet Probleme vorher mit den Lenkern, dann kann es sein, dass das Ganze nicht richtig passt. Wir messen mal ab, wie viel jetzt ist. Jetzt ist, weil ich weiß, auf der anderen Seite war circa, der war 4 und der war 3,5. Wir haben jetzt hier 3,5 und 3. Ja, die sind ein bisschen zu hoch. Die anderen waren dort ein bisschen tiefer.
Auf der anderen Seite, ja, also messt, wenn ihr die gleiche Einstellung haben wollt, messt es vorher ab und stellt sie dann auch wieder gleich ein. So, und dann können wir das Ganze einmal hier abschrauben und die Schrauben rausholen und die Lenker auch. So, 16er. Ich will mal den Lenker vergleichen. So, dann können wir den neuen direkt ansetzen. So, noch nicht komplett festmachen. Erstmal nur so ein bisschen vorziehen. So. Dass wir das Ganze noch bewegen können und einstellen können. So, und wenn wir das Ganze dann einmal eingestellt haben, ich stelle das genauso ein wie die auf der anderen Seite. Und die Schraube kann mit 50 Newtonmeter festgezogen werden. Jetzt vor. Jetzt machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Nur halt immer aufpassen mit der Leitung. So. Ja, das Ganze natürlich auch richtig eingestellt, festgezogen. Und dann können wir das Ganze wieder zurück zusammenbauen. Das könnt ihr halt sehen, wie das Ganze hier positioniert ist. Luft haben wir dran gelassen, auf die Leitung natürlich aufpassen. Bei den Schrauben für die Querlenker, die quasi an die Trägerplatte geschraubt wird, die bekommen 50 Newtonmeter plus 90 Grad. Aber ich finde wirklich 50 Newtonmeter sollte eigentlich schon ausreichen, obwohl es neue Schrauben sind. Aber dass ihr einfach mal so einen Richtwert habt in die Richtung, wie viel die bekommen. Und dann einmal die Leitung wieder dran. Und anschließend die Trägerplatte oben festschrauben. So, und die Schrauben bekommen 75 Newtonmeter.
und die Deckel anschließend wieder drauf, damit sich dort kein Regenwasser sammelt und die Schraube nicht oxidiert bzw. rostet, sonst kriegt man da keine Nuss angesetzt. Deswegen ganz wichtig, diese Gummiabdeckungen wieder drauf zu machen. Ja, und jetzt müssen wir folgende Geschichte machen. Wir müssen, das Ganze haben wir auch schon gut sauber gemacht. Die Bohrung, da wo die Lenker sitzen, das Ganze jetzt auch gefettet. Wirklich richtig sehr schön gut fetten. Die neue Schraube gut fetten, damit die beim nächsten Mal auch geschmeidig rauskommen könnte. Und dann die Lenker wieder rein. Und ganz wichtig, diese Schraube bekommt 70 Newtonmeter, nicht mehr und nicht weniger, denn ihr müsst aufpassen mit dem zu stark festziehen, weil wie gesagt, die Kollegen hier können platzen, das Ganze ist aus Alu. Als nächstes tauschen wir jetzt den Spulstangenkopf aus. Das sieht man jetzt leider schlecht, aber ich habe das Ganze, die Lenkmanschette habe ich jetzt schon abgemacht. Mit der Schelle abmachen, das Ganze zurückdrücken und versuchen das Ganze hier zu lösen. Es könnte passieren, dass wir das Ganze hier eventuell etwas warm machen müssen, deswegen das Ganze zurückdrücken. Falls ihr das warm machen müsst oder die Mutter warm machen müsst, es ist natürlich nicht zu empfehlen, warm zu machen, aber wirklich ein bisschen warm machen kann man es ja wohl schon. Nicht übertreiben, nicht zu stark, wirklich minimal warm machen. Ansonsten, wenn ihr hier mit Brenner dran geht, Lappen umlegen, damit die Manschette nichts abbekommt. Denn es ist wichtig, dass die Manschette das Ganze hier sehr gut abdichtet, damit kein Wasser reinkommt und die Gelenke hinten nicht kaputt gehen. Dass das Ganze hier immer vernünftig abgedichtet ist. Und mit einer 18er, mit einem 18er Ringmaul und 22er versuchen wir mal. Ja, das geht schon mal ab. Jo. Das Ganze schon mal ab. Und das ist natürlich ganz wichtig, auch wenn ihr die Lenker wechselt oder das Ganze zur Achsvermessung weggeben wollt, dass die Geschichte hier gängig ist. Jo, wir haben Glück. Das Ganze ist gängig. Dann können wir jetzt den vorderen Teil abschrauben, um das Ganze zu wechseln. So, 13er schrauben wir oben die Schraube ab und mit einem 16er die Geschichte. So, wenn ihr das Ganze ein bisschen locker habt. So, und hier könnt ihr den Nachlauf einstellen. Deswegen achtet darauf, welche Position ihr hattet. Oder bei der Vermessung, besser gesagt, kann der Nachlauf darüber eingestellt werden. Jetzt können wir das Ganze rausschrauben. Das Ganze hier natürlich auch gut sauber machen. Und das Ganze einmal neu.
So, das Ganze gut schmieren, gut fetten und dann machen wir das Ganze einmal wieder rein. So, und die Klemmschraube bekommt 45 Newtonmeter. Schließend natürlich die Manschettengeschichte wieder zurückbauen. Ja, dann haben wir den oberen Teil quasi erledigt. Hier ist nur noch das Axialgelenk alt geblieben. Und ja, alle Lenker fest. Dann können wir unten die ganze Sache fertig machen. Ich gebe euch jetzt mal die Newtonmeter-Daten durch. Und zwar, die Mutter wird mit 110 Newtonmeter festgezogen. Die Stoßdämpferschraube wird mit 90 Newtonmeter festgezogen. Und die Schraube hinten, die an den Achsträger festgeschraubt wird, wird mit 70 Newtonmeter und 180 Grad festgezogen. Mit Newtonmeter ist es hier ein bisschen schwierig. Da braucht man diesen Spezialschlüssel, aber damit ihr so die Angaben habt. Aber ganz, ganz wichtig ist es, die zwei Schrauben auf dem eigenen Gewicht festziehen, damit man die Buchsen nicht jetzt festzieht. Wie gesagt, man macht dann runter und dann verdreht sich die Buchse. Also auf dem eigenen Gewicht die Schrauben festziehen, damit er perfekt eingestellt ist und die Buchsen nicht belastet sind. Genauso auch natürlich hier hinten an dem hinteren Lenker 110 Newtonmeter die Schraube an den Lenker und hinten 70 Newtonmeter plus 180 Grad. Die lassen wir jetzt noch lose, also leicht festziehen. Die machen wir nachher auf dem eigenen Gewicht fest.
wenn er bei der Achsvermessung ist, ungut ist. Leider mussten wir das Ganze hier abflexen, denn die Schraube hat sich leider schon hier festgebacken und schon durchgedreht. Deswegen das Ganze einmal neu. Und dann machen wir das Ganze wieder rein. Und beide Schrauben bekommen 40 Newtonmeter und 90 Grad. Natürlich auch alles auf dem eigenen Gewicht festziehen, denn die Buchsen können sich, wie gesagt, verdrehen. Deswegen, wir ziehen das Ganze nur an und ziehen das auf dem eigenen Gewicht fest.
Ja, Leute, und so könnte das Ganze dann einmal aussehen, wenn man das Ganze wechseln möchte. Und ja, wie gesagt, die von Mahle HD haben 6 Jahre und 30.000 Kilometer gehalten. Mit dem Fahrzeug fährt man halt nicht viel, aber 6 Jahre in der Stadt hin und her fahren, das geht schon auf die Gelenke. Deswegen schreibt mal eure Meinung bitte unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Jetzt ist auf jeden Fall Lehmförder drin, mal gucken. Ich denke mal, das Auto wird jetzt auch nicht weggehen. Den meisten Schaden haben die obersten Lenker bekommen. Und verbaut waren die schon okay. Ich hoffe, das kommt. Na da. Und die machen halt hauptsächlich diese Bewegung, beziehungsweise so rum, bewegen sich halt tagtäglich hoch und runter und dann reißen die halt irgendwann. Besonders wenn die falsch montiert wurden. Hier in dem Fall wurden die meiner Meinung nach richtig montiert. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, auf eigenem Gewicht. Natürlich eine Vermessung zu empfehlen, besonders wir haben ja die Spurstangenköpfe auch gewechselt, da sowieso eine Vermessung machen. Und ja, Wagenhebermodus wieder raus. Das Ganze schön festziehen, Unterbodenverkleidung, das habe ich jetzt nicht aufgenommen, aber wenn ihr Probleme schon habt, die Unterbodenverkleidung abzumachen, dann guckt euch bitte einfach nur das Video an und nicht an die Lenker wechseln gehen alleine. Ja, das dazu, aber ich denke mal, die meisten gucken es sich an, um so einen Richtwert zu haben, wie lange das dauert, wie kompliziert ist es. Und ich denke mal, wir haben jetzt so, ihr könnt natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, welche Audis oder welches Audi-Modell ihr euch noch wünscht, wo man die Lenker mal tauschen sollte. Ansonsten alle Werkzeuge versuchen wir unten zu verlinken und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Alles andere könnt ihr natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!